Am 15.05. kam Einberufungsbescheid zum 1.07. Habe fristgemäß am 19. einen Widerspruch eingelegt auf einer nicht erfolgten Anhörung. Widerspruch wurde nicht bearbeitet bis jetzt. Ich werde nicht in die Kaserne gehen, werde aber den Kommandeur informieren über mein Fernbleiben. Ich werde auch keinen KDV-Antrag stellen, da ich Krankenpfleger bin. Das ist mir ja alles, das ist mir alt, ja. Ich muss da hin, so sehe ich das zumindest, ich muss da hin, ich fahre da hin, ich finde das gut und dann fahre ich hin. Ich finde nicht gut, das werflich und so, das nicht, aber ich fahre da hin. Nee, ich blicke keine andere Wahl, ich bin arbeitslos, verstehst du, und besser als ja nicht oder so. Schicksalsschwere Stunden im Deutschen Bundestag in Bonn. Mit den Stimmen der Regierungsparteien an ihrer Spitze der deutsche Bundeskanzler beschloss der Bundestag die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in der Bundesrepublik. In den drei Lesungen des Wehrpflichtgesetzes stimmte die Opposition gegen die Vorlage, die SPD und der BHE. Die FDP enthielt sich der Stimme. Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bei 20 Enthaltungen 270 gegen 166 Stimmen. Ich stelle damit fest, meine Damen und Herren, dass das Wehrpflichtgesetz in dritter Lesung angenommen ist. Es gibt keine gerechtere Sache, als in der einzig rechtmäßigen und wahrhaft nationalen Armee Deutschlands die sozialistischen Errungenschaften des Volkes mit der Waffe in der Hand zu schützen. Symbolisch für das humanistische und fortschrittliche Wesen unseres Militärdienstes ist der neue Fahneneid der Nationalen Volksarmee. In ihm heißt es: Ich schwöre der Deutschen Demokratischen Republik, meinem Vaterland, allzeit treu zu dienen und sie auf Befehl der Arbeit- und Bauernregierung gegen jeden Feind zu schützen. Ich schwöre, an der Seite der Sowjetarmee und der Armeen der mit uns verbündeten sozialistischen Länder als Soldat der Nationalen Volksarmee jederzeit bereit zu sein, den Sozialismus gegen alle Feinde zu verteidigen und mein Leben zur Erringung des Sieges einzusetzen. Mit dem Zusammenschluss der beiden deutschen Staaten endete der entmilitarisierte Sonderstatus Berlins. Wie das Gebiet der ehemaligen DDR unterliegt die Stadt jetzt dem Wehrpflichtgesetz der Bundesrepublik Deutschland. West-Berlin bot über Jahrzehnte hinweg Tausenden von Kriegsdienstverweigerern Schutz vor dem Militärdienst. Jetzt droht ihnen die Einberufung zur Bundeswehr. Dezernate der Landeseinwohnerämter erfassen die Wehrpflichtigen und übermitteln ihre Daten an die Bundeswehr. In den neu eingerichteten Kreiswehrersatzämtern werden die Wehrpflichtigen auf ihre Tauglichkeit hin untersucht. Entsprechend dem Personalbedarf der Bundeswehr werden sie dann auf die jeweiligen Militärstandorte verteilt. Doch auch wenn sich das Militär und die Zivilbehörden in enger Zusammenarbeit bemühen, die Wehrpflicht reibungslos zu organisieren, gibt es Kritik und Widerstand. In vielen Veranstaltungen und Aktionen haben Kriegsdienstgegner gegen die Ausdehnung der Wehrpflicht auf Berlin protestiert. Zahlreiche Betroffene ignorieren Aufforderungen zur Erfassung und Musterung oder erscheinen zum Einberufungstermin nicht in der Kaserne. Einer von ihnen ist der Krankenpfleger Ernst Steinhauer aus Berlin-Friedrichshain. Er ist einer der ersten Totalverweigerer in Berlin. Na gut, also dann war Einberufungstermin, bin ich nicht hingegangen und habe mir dann eine andere Wohnung gesucht und lebe seitdem auch in der Wohnung. Die erste Zeit war ein bisschen kribbelig, weil das ist ja ein sehr anstrengende Sache, wenn man denkt, nun können sie eigentlich immer verfolgen und man finden einen irgendwo, man wird dann potzblauz mal
irgendwo weggefangen und sowas. Und da hatte ich ziemlich... Hat man den nicht gefunden? Ja, das weiß ich nicht so richtig. Also zweimal war ein Feldjäger in der Wohnung, in der ich polizeilich gemeldet bin. Haben mir dann Freunde gesagt aus dem Haus. Und mehr weiß ich also nicht von dieser Fahndungsgeschichte. Und also von dieser Suche von den Feldjägern. Also es war ein Feldjäger immer da. Naja, und dann waren die ersten Wochen ziemlich anstrengend. Und ich habe immer gebibbert, mir ging es auch schlecht dann so. Und irgendwann habe ich beschlossen, dann, weiß ich, nach 3-4 Wochen nach Einberufungstermin in Urlaub zu fahren. Und bin dann nach Frankreich gefahren, 5 Wochen. Und habe mich da ein bisschen erholt, mir ein bisschen Boot gemacht. Und bin dann zurückgekommen nach Berlin. Dann September, Ende September. Und habe dann wieder angefangen, ganz normal zu leben. Heißt dann also, arbeiten gegangen, normal gewohnt, Freunde besucht, ausgegangen. Alles, was man so normal macht, gearbeitet. Also jetzt in Werkstatt gearbeitet, Fahrräder gebaut und sowas. Kampagnenarbeit gemacht, also dann versucht, ein normales Leben zu machen, Sport treiben und sowas. Und sich ein bisschen auf möglichen Gefängnisaufenthalt vorbereiten und so eine Geschichten gelesen, alles, was man so machen kann. Also, und bei dieser Zeit, nach dem Urlaub, geht es mir relativ gut dann auch. Auch in dieser Druck ist also weg. Also das ist also nicht mehr so dramatisch, diese Fahnenfluchtgeschichte. Eltern waren Antimilitaristen und haben uns Kinder auch so erzogen. Dann sind wir in Kirchgemeinden aufgewachsen, die sehr progressiv waren, wo dann auch das Thema Gewalt und Militär schon immer ein Thema war. Das hat auch noch zur Erziehung beigetragen. Dann eine sehr widersprüchliche Schulzeit, wo die Lehrer eigentlich doch schon diskussionsfreudig waren und offen, wo das Thema auch Waffen und Umweltschutz und Krieg und sowas diskutiert wurden und wo man dann auch schon seine Meinung haben konnte und wo ich dann eine sehr kontroverse Meinung hatte und diskutieren konnte. Und da hat sich das irgendwie gefestigt. Und was zur Entscheidung? Ja, was dann halt zur Entscheidung, Militär und Gewalt zu verweigern, war natürlich dann auch eine sehr kindliche Entscheidung irgendwann mal. Die Entscheidung, die man so als Bube sich auf den Heimweg von der Schule mal tut, wo man sagt, ich werde zum Beispiel nie die großen Jungs, ich werde nie schlagen oder sowas. Ne? Das passiert doch, dass man sah, wie die großen Knaben die Kleinen dann geschlagen haben und sagt, das will ich nie machen, ich werde das nicht dulden, dass wenn ich mal groß bin, ich werde nie die kleinen Leute schlagen und sowas. Dass man sich so eine Versprechen gegeben hat auf dem Heimweg oder zu sagen, ich werde auch nie rauchen und ich werde nie... Ich werde nie saufen, das finde ich blöd, wie die alle besoffen rumhängen und sowas. Und das hat man sich so auf dem Heimweg gemacht, ist mir noch gut in Erinnerung. Und so eine Entscheidung, die habe ich auch mein Leben beibehalten. Jedes Jahr rücken in der Bundesrepublik von 450.000 Wehrpflichtigen eines Jahrganges jeweils 200.000 in die Kasernen ein. Seit Einführung der Wehrpflicht mehr als 6 Millionen. Hinzu kommen ungefähr 150.000, die gesetzliche Wehrdienstausnahmen geltend machen können. Sie werden entweder ausgemustert, leisten Zivildienst oder verrichten andere Tätigkeiten, zum Beispiel im Katastrophenschutz oder bei der Polizei. Der Rest von 100.000 Wehrpflichtigen wird großzügig zurückgestellt oder einfach nicht einberufen. Musste vor dem 3. Oktober 1990 schon fast jeder vierte Wehrpflichtige nicht mehr seinen Wehrdienst ableisten, so kann spätestens nach den 4+2 Verträgen, wonach das Vereinigte Deutschland seinen Streitkräfteumfang auf 370.000 aktive Soldaten abspecken muss, von Wehrgerechtigkeit keine Rede mehr sein. Gegen diese Forderung ist vor? Nee. Grundschutz. Tag erstmal. Name? Löscher Matthias. Löscher? Löscher. Wie man spricht, so. Auch heute noch wird die Wehrpflicht von vielen als legitimes Kind der Demokratie bezeichnet. Als etwas, das wie das allgemeine Wahlrecht oder die Meinungsfreiheit zum Wesen der Demokratie gehören. Als historische Begründung wird immer wieder angeführt, dass die allgemeine Wehrpflicht eine Forderung der Französischen Revolution gewesen sei. Preußen ist eigentlich, wenn man so will, das klassische Land der allgemeinen Wehrpflicht. Der Gedanke stammt aus der Französischen Revolution. Nur hat Frankreich sie eigentlich nie wirklich praktiziert.
Ist nur für einen ganz kurzen Zeitraum, etwa anderthalb Jahre, gab es eine uneingeschränkte allgemeine Wehrpflicht, aber nur für Kriegszeit, also in den revolutionären Jahren. Preußen hat dieses System dann 1814 eingeführt durch das Wehrgesetz Boyens. Und interessant ist natürlich die preußische Überlegung dabei. Es war erstens mal billiger als ein anderes System. Und man konnte mit diesem System hoffen, andere Schichten der Nation für das Militär zu gewinnen. Bis dahin in der alten Söldnerarmee waren ja im Grunde nur die Unterschichten Soldaten, die praktisch ihr Leben lang zu dienen hatten. Der allgemeinen Wehrpflicht konnte man die Dienstpflicht beschränken auf wenige Jahre, konnte dadurch natürlich auch sehr viel größere Reserven aufbauen. Und das Bürgertum fühlte sich nicht so belastet, wenn seine Söhne nur wenige Jahre zu dienen hatten. Überhaupt hängt mit dem System der allgemeinen Wehrpflicht eine enorme soziale Militarisierung zusammen. Das wird oft übersehen. In der Diskussion in der Bundesrepublik wird ja immer davon gesprochen, dass die allgemeine Wehrpflicht etwas mit Demokratie zu tun habe und dass sie deshalb auch gar nicht abgeschafft werden dürfe. Das halte ich für einen wahren Unsinn. In Preußen und in Deutschland hatte die allgemeine Wehrpflicht nie was mit Demokratie zu tun. Die Armee war immer die Armee des Königs. Das Parlament hatte nichts zu melden in der Armee. Und als wir wirklich mal eine parlamentarische Demokratie hatten, da hatten wir keine allgemeine Wehrpflicht. Das war die Weimarer Zeit. Die Nazis haben sie wieder eingeführt und die Soldaten waren sehr froh, also die Offiziere, die militärische Führung. Und man kann ja in der Hitlerzeit auch nicht unbedingt von Demokratie sprechen, nicht? Also diese ganze Argumentation ist schief und falsch. Und man muss schon, wenn man über allgemeine Wehrpflicht heute spricht, sich ganz andere Vorstellungen und Überlegungen anstellen, warum sie eventuell bedeutungsvoll sein soll und warum sie es nicht sein kann. Mit der allgemeinen Wehrpflicht veränderte sich die Kriegsführungsstrategie im 19. und 20. Jahrhundert erheblich. Durch sie konnten Soldaten billig für die Bildung von Massenarmeen rekrutiert werden. Eine Voraussetzung für das Führen von Angriffskriegen. Dennoch waren es vor allem liberale und sozialistische Reformer, die mit ihrem Eintreten für die allgemeine Wehrpflicht Hoffnungen auf ein allgemeines Wahlrecht und eine Demokratisierung der Gesellschaft verbanden. Die Liberalen, die Frühliberalen und die Sozialdemokraten haben gemeint, sie könnten auf dem Wege über die allgemeine Wehrpflicht innenpolitische Machtverhältnisse mitverändern. Und wenn wir uns das mal im Ergebnis anschauen, ob die vielen Millionen Wehrpflichtigen, die im Laufe der Jahrzehnte die Institution Militär durchlaufen haben, dieser Erwartung gerecht geworden sind, auch nur in Ansätzen gerecht geworden sind, so wird man diese Frage klipp und klar aus der Kenntnis der Geschichte heraus verneinen können. Mit der Ausnahme der Matrosenmeutereien 1917 und der Kieler Revolution, die ja auch mit Gehorsamsverweigerungen größeren Ausmaßes bei Mannschaftssoldaten begann, 1918 im Oktober und dann im November, mit Ausnahme dieser Erscheinungen, gibt es in der deutschen Geschichte keine Beispiele dafür, dass diejenigen, die sich in der militärischen Hierarchie unten befanden, eine Prägekraft, gar eine politische Prägekraft entfaltet hätten, sondern als Regelerkenntnis wird man festhalten müssen, dass sich die Hoffnungen der Demokraten via Wehrpflicht Machtverhältnisse beeinflussen zu können, als falsch erwiesen hat. Schon mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht nach 1793 in Frankreich gab es Widerstand gegen diese staatlichen Rekrutierungsmaßnahmen. Desertion, Meuterei und offene Rebellion waren seitdem weit verbreitet. Vor allem die historischen Friedenskirchen wie die Quäker oder die Mennoniten entwickelten schon im frühen 17. Jahrhundert Prinzipien der Gewaltlosigkeit und lehnten auch sämtliche Kriegsdienste ab. Im Ersten Weltkrieg trat dann die Kriegsdienstverweigerung als organisierte Bewegung erstmals auf. Gegner der Wehrpflicht unterschiedlichster Auffassungen und Glaubensrichtungen schlossen sich in England zu einer Anti-Wehrpflicht-Kampagne zusammen. 16.000 Männer verweigerten damals den Kriegsdienst. Die meisten von ihnen wurden verfolgt und mit harten Strafen belegt. In Deutschland gab es in dieser Zeit nur wenige Verweigerer. Sie wurden zum Teil für unzurechnungsfähig erklärt, in Heilanstalten abgeschoben oder auch hingerichtet. Erst nach dem Ersten Weltkrieg erlangte die Kriegsdienstverweigerung in Deutschland Bedeutung.
Die Auswirkungen eines massenmordenden Krieges noch vor Augen, gründeten zahlreiche internationale Kriegsdienstgegner 1923 die War Resisters International. Auf ihre Initiative hin entstand dann auch das internationale Manifest gegen die Wehrpflicht. Ja, die Kampagne gegen Wehrpflichtzwangsdienst im Militär hat sich im Sommer 1990 gegründet, als klar wurde, dass die Wehrpflicht ausgedehnt wird in die neuen Bundesländer und nach Berlin. Und der Name sagt ja auch schon, in welche Richtung wir arbeiten wollen. Zunächst Abschaffung der Wehrpflicht, darüber hinaus die Abschaffung sämtlicher Zwangsdienste, die mit der Wehrpflicht in Verbindung stehen, und dann selbstverständlich auch langfristig die Abschaffung der Armee. Naja, zunächst einmal ist es so, dass die Wehrpflicht gekippt worden wäre, wenn sich genügend Leute gefunden hätten, gleich nach der Vereinigung sich sofort zu organisieren und die Wehrpflicht als das anzugreifen, was sie ist, nämlich eine staatliche Zwangsmaßnahme zur Rekrutierung von Soldaten, und zwar aus dem eigenen Bürgerbereich. Und wir hätten diese Chance gehabt, wenn gleichzeitig auch noch im internationalen Bereich eine größere Unterstützung zur Abschaffung der stehenden Heere existiert hätte. Man muss sagen, da sind einige Möglichkeiten verschlafen worden, auch leider von der Friedensbewegung, die diese Chance nicht erkannt haben. Und wir müssen uns deswegen jetzt auf einen längeren Weg einstellen, der so aussieht, dass wir sagen, zunächst einmal muss es darum gehen, die Wehrpflicht sofort abzuschaffen, so schnell wie es irgendwie geht. Siehst du da eine Chance? Da sehe ich durchaus eine Chance, und zwar deswegen, weil es eine Koalition mit verschiedenen Motiven gibt. Es gibt selbst in konservativen Kreisen die Überlegung, die Wehrpflicht abzuschaffen, weil sie merken, diese Armee lässt sich so nicht mehr einsetzen. Gleichzeitig gibt es innerhalb der SPD sehr viele Kräfte, die sagen, mit Wehrgerechtigkeit hat die Heranziehung von Bundesbürgern hier nichts mehr zu tun. Und es gibt natürlich auch sehr viele Kreise, so im, sagen wir mal, aufgeklärteren Bürgerspektrum, die sich natürlich schon sehr lange fragen, was soll eigentlich noch Wehrpflicht in dieser Zeit? Totale Kriegsdienstverweigerung gibt es in der Bundesrepublik Deutschland seit Anfang der 70er Jahre. Seitdem lehnten ca. 1000 Totalverweigerer mit ihrer radikalen antimilitaristischen Haltung jeglichen Kriegs- oder Zivildienst ab. Doch diese Gewissensentscheidung gegen jede, auch indirekte Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung eines Krieges wird von der Justiz verfolgt und mit harten Strafen belegt. Ein Totalverweigerer wird in jedem Fall vorbestraft. Die meisten müssen mit längeren Freiheitsstrafen rechnen. Durch die Strafverhängung gegen einen totalen Kriegsdienstverweigerer ist dessen Verpflichtung, seinem Wehr- oder Zivildienst zu Ende oder nachzudienen, noch nicht abgegolten. Für den Fall einer erneuten Einberufung besteht die Gefahr einer erneuten Bestrafung. Wiederholt kam es deshalb in der Vergangenheit vor, dass Totalverweigerer für ihre Gewissensentscheidung doppelt bestraft wurden. Was mich am meisten bewegt, ist vielleicht zu sagen, die Totalverweigerungsbewegung muss halt eine werden, die von vielen Leuten begleitet wird. Und das ist das, dass ich sage, auch eine Art von Vorbild zu sagen. Mit meinen Möglichkeiten, mich zu drücken davor, selbst ich will es durchziehen. Es scheint dann irgendwo Märtyrertum zu sein, aber irgendwie fühle ich mich da nicht so, sondern ich habe auch Angst vor dem, von den Strafen, die da auf mich zukommen. Und je näher es wird, desto bibbriger wird es. Also ich mir dann, oh Gott, was tust du da? Das ist dann schon. Also die Wirkung ist halt nur zu sagen, Leute, habt den Mut, da was zu tun. Es ist besser, als wenn ihr da
versucht, euch rumzutricksen und da irgendwo den systemkonformen Weg zu gehen. Ja. Das ist also ein politischer Akt. Ja, das heißt also das, was man unter politischer Aktion auch in der DDR-Zeit toleriert hat und akzeptiert hat, bewundert hat. Ne? Dass die Leute in einer Form aufstehen und sagen, hier sind wir nicht mehr bereit mitzuspielen. Das ist ein Punkt, wo wir anfangen zu streiken, wo wir gewaltfreien Widerstand üben, zivilen Ungehorsam. Und was wie entwaffnet das auch ist, ne? Wenn man völlig friedlich mit Kerzen in der Hand, die man beschützen muss, da auf die Straße rennt und sagt, Leute, ohne uns. Das ist doch fantastisch. Ich denke, das sollte man auch in der Totalverweigerung-Bewegung auf die Reihe kriegen. Vor allen Dingen das Ziel, ein entmilitarisiertes Europa zu schaffen unter Umständen. Ne? Das wäre jetzt Zeit, die Weichen zu stellen, ne? Wo Europa sich als Festung bauen will, eine Festung ohne Waffen zu machen, wenn man schon Festungen baut, wenn man schon wirtschaftliche Festungen baut. Weil das kann natürlich dann auch vielleicht eine vernünftige Wirtschaftspolitik zur Folge haben, die mehr auf die Zusammenarbeit mit den schwächeren Gliedern der Welt zusammen ausgerichtet ist. Also diesen Aspekt, dass man das als Vision auch mal aufgreift und sagt, wir brauchen eine Welt ohne Militär, eine Landschaft. Und nicht eine, die von Macht und die von Dominanz geprägt ist. Und so. Das ist vielleicht auch so ein Hintergrund zu sagen. Ich habe da keine Lust, bei Militärspielereien mitzumachen und sowas. Und ich sehe da auch eine große Chance, auch für die ganzen Fragen, die anstehen. Das heißt ökologische Fragen, dritte Weltfragen und so eine Sache. 6, 2, 3, 4. 6, 2, 3. Jedes Jahr verlieren etwa 400 Rekruten während der Ableistung des Wehrdienstes ihr Leben. Sie sterben bei Manövern, Unfällen oder unter starkem Alkoholeinfluss bei Wochenendheimfahrten. In vielen dieser Fälle wird deutlich, wie leichtfertig die Bundeswehr die Gesundheit und das Leben der Wehrpflichtigen aufs Spiel setzt. Übermüdete Fahrer, denen stundenlange nächtliche Kolonnenfahrten abverlangt werden, oder Geländefahrten in Fahrzeugen ohne Sicherheitsgurte provozieren genauso tödliche Unfälle wie der gedankenlose Umgang mit Waffen und Kampfstoffen. Was man an Achtung gegenüber dem Leben und der Unversehrtheit der Wehrpflichtigen vermissen lässt, scheint die Bundeswehr durch besondere Fürsorge für die toten Rekruten wettmachen zu wollen. Durch ein Begräbnis in Uniform und mit letztem Geleit der Kameraden. Ein besonders erschütterndes Beispiel ist der Tod von Frank Feldmann. Nach 4 Monaten als Wehrpflichtiger bei der Instandsetzungskompanie 2 in Coesfeld stirbt der 20-Jährige am 31.01.1986 an den Folgen einer CS-Gasübung. Wir haben Frank von Anfang an abgeraten, dass er überhaupt zur Bundeswehr gehen sollte. Aber er sagte, warum? Das muss man auch miterlebt haben, die Kameradschaft. Und er machte sich da in keiner Weise bange vor. Er war so sportlich und wollte auch und sagte, ich bin kein Drückeberger, ich stelle mich den Dingen und im Ernstfall muss jeder. Obwohl die Notärztin im Krankenhaus von Ahaus auf dem Totenschein ungeklärte Todesursache angibt, findet keine Obduktion statt. Ein Kommissar der Ahauser Kripo ändert schon am nächsten Tag die Eintragung um in vermutlich natürliche Todesursache. Der Kompaniechef von Frank verschweigt sowohl gegenüber der Kripo als auch gegenüber den Eltern die angeordnete CS-Gasübung. Stattdessen weist man die Eltern auf vermeintliche gesundheitliche Probleme ihres Sohnes hin. Die Feldmanns beginnen auf eigene Faust zu ermitteln und merken bald, dass man bei der Bundeswehr nicht an einer Aufklärung des Falles interessiert ist. Die Dienstpläne, die Aufschluss über die Vorgänge des betreffenden Tages geben könnten, verschwinden auf mysteriöse Weise. Bundeswehrangehörige, die bereit sind, den Eltern zu helfen, werden unter Druck gesetzt. 3 Jahre nach Franks Tod erfahren sie durch ehemalige Stubenkollegen ihres Sohnes von der CS-Gasübung, die als Einzelstrafe, als erzieherische Maßnahme gegen ihn verhängt wurde. Aber er hatte sich ja schon am 27. krank gemeldet. Das gab der Oberfeldwebel ja selber zu. Da hatte ihm den Arztbesuch verweigert, weil er angenommen hat, er sei sonntags in einer Diskothek gewesen.
Und deswegen hat er das an dem Freitag, ohne dem Feldwebel darüber zu informieren, 10 Minuten erst Schluss gemacht, nehmen wir an, 10 vor 12, hat den Schlüssel weggebracht und ist denn da in der Schreibstube erwischt worden. Und daraufhin ist er denn da runtergeputzt worden, wie das so üblich ist beim Militär, und aufgefordert worden, nicht also seine Maske zu holen und zum ABC-Übungsraum. Denn da hat ja noch ein Zeuge ausgesagt, er ist mit ihm zusammen in Richtung ABC-Übungsraum gegangen, er hätte seine ABC-Maske beigehabt. Auf der Todesbescheinigung von der Ärztin stand plötzlicher, unklarer Tod. Und das ist hinterher im Nachhinein abgeändert worden in plötzlicher, natürlicher Tod. Und das hat der Professor von der Rechtsmedizin auch beanstandet. Dadurch ist die Obduktion nicht erfolgt. Er war ja krank und dann war das für die ein plötzlicher, natürlicher Tod und nicht mehr ein unklarer Tod. Aber eine Diagnose, die eine Ärztin einmal gibt, ich meine, die steht doch da. Die kann man doch auch juristisch nicht einfach so übergehen. Er hätte ja vergiftet werden können oder so. Frau Hörerich, setze. Während Oberfeldwebel Sonder, der die erzieherische Maßnahme im ABC-Übungsraum angeordnet hatte, inzwischen zum Leutnant befördert wird, erfahren die Feldmanns bei ihrem Bemühen, den Tod ihres einzigen Sohnes aufzuklären, keine Unterstützung. Sowohl von Seiten der Bundeswehr, der Staatsanwaltschaft in Münster, wie des katholischen Gemeindepfarrers wird versucht, sie zum Aufgeben zu bewegen. Die Ablehnung, mit denen die Feldmanns bei Ermittlungsbehörden und Bundeswehr konfrontiert werden, führt dazu, dass 3 ihrer Anwälte die jeweiligen Mandate niederlegen. Im Juni 1990 erreichen die Einschüchterungsversuche ihren vorläufigen Höhepunkt, als Heinrich Feldmann eine Strafanzeige des Bundesverteidigungsministeriums wegen Gemeingefährlichkeit erhält. Trotz aller Schwierigkeiten sind die Eltern nach wie vor entschlossen, die für Franks Tod Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Im Sommer 1990 erstatten sie Anzeige gegen Franks ehemaligen Vorgesetzten wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Der Tod des Sohnes hat die Einstellung der Eltern gegenüber Militär und Wehrpflicht verändert. Noch nicht das Ausmaß eines Dienstvergehens hat. Ich sage heute offen, wenn ich noch einen Sohn hätte, ich würde ihn hier im Haus anketten, als dass ich den noch einmal zur Bundeswehr gehen lassen würde. Die Politiker sollen eine andere Politik betreiben, aber nicht die jungen Leute, die nicht wollen, die müssen ihren Dienst versehen, die haben den Ausfall und dies und das. Andere, die können sich ganz rasant drücken, die haben Gründe bis zum geht nicht mehr. Aber gerade die pflichtbewussten jungen Leute, die lassen das über sich ergehen und gehen dahin. Also ich würde niemand mehr gehen lassen. Und aus dem Grund habe ich mich auch vor das Kreiswehrersatzamt gestellt. Da war die Golfkrise noch, da war der Golfkrieg und habe mich dahingestellt, sagt nein. Für viele Kriegsdienstgegner ist der Zivildienst eine Alternative zum Militär. Sie nehmen dafür sogar einen 3 Monate längeren Dienst in Kauf. In den letzten 30 Jahren entschieden sich über 1 Million junger Männer zur Kriegsdienstverweigerung. Zuletzt waren es 25% eines Musterungsjahrganges. In der DDR gab es keine Möglichkeit zur Kriegsdienstverweigerung, allerdings räumte man den Verweigerern einen waffenlosen Dienst als Bausoldaten im Rahmen der Armee ein. Steigende Verweigererzahlen führten in den 60er Jahren in der Bundesrepublik zur Einrichtung eines zivilen Ersatzdienstes. Zusammen mit einem Anerkennungsverfahren sollte der Zwang zur Ableistung dieses Dienstes dafür sorgen, dass sich die Verweigererzahlen in Grenzen hielten. Mittlerweile werden 95% der Antragsteller als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen anerkannt. Heute werden Zivildienstleistende vorrangig im sozialen Bereich eingesetzt. Die großen Wohlfahrtsverbände verwalten ca. 80% aller Zivildienstplätze, allein 2/3 davon im Pflege- und im Betreuungsbereich. Den Arbeitgebern erspart dieser Einsatz von Kriegsdienstverweigerern jährlich Ausgaben von ca. 2,2 Milliarden Mark. Im Zuge der Einsparungen im Gesundheits- und Sozialbereich sind die Zivis für viele Einrichtungen unverzichtbar geworden.
Stefan, ich hole schon die Karte. Ja, dass wir das alles zusammenrechnen und dann. Ja, wir haben ja die Situation, dass 150.000 Zivildienstleistende momentan geplant sind. 120.000 sind bereits im Einsatz. Das heißt, 120.000 Mal stehen Wehrpflichtige im Bereich der sozialen Krisenbehebung zur Verfügung, vernichten damit auch Arbeitsplätze und sorgen natürlich dafür, dass die Politiker sehr zögerlich darüber nachdenken, ob sie die Wehrpflicht abschaffen. Denn das heißt gleichzeitig Abschaffung im sozialen Netz von 120.000 Arbeitsplätzen. Und solange dies der Fall ist, wird die Entscheidung immer in beiden Bereichen gefällt werden müssen, nämlich Abschaffung von Soldaten und Abschaffung von Leistenden, und zwar Zwangsdienstleistenden im sozialen Bereich. Es ist sehr schwierig, den Leuten zu vermitteln, dass Zivildienst kein Friedensdienst ist, sondern dazu beiträgt, dass die Wehrpflicht verschleiert fortexistieren kann. Im Grunde haben wir so eine Modernisierungsanpassung der Wehrpflicht, die früher reiner Militärdienst war, jetzt in den zivilen Bereich, um die Akzeptanz der Wehrpflicht zu erhöhen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, nach jahrelangem Kampf vom Ersatzdienst hin zum Zivildienst, innerhalb der Bevölkerung eine andere Wahrnehmung des Zivildienstes existiert. Das heißt, man muss auch heute schon den Leuten klar machen, Zivildienst ist keine Friedensarbeit, sondern verdeckt die soziale Krise und trägt damit auch indirekt zur Finanzierung des Kriegsetats bei und hat natürlich zur Folge, dass die Mobilisierung im antimilitaristischen Bereich sehr schwer fällt. Denn den meisten Leuten ist nicht klar, dass sie die Wehrpflicht durch den Zivildienst erfüllen und damit indirekt zur Aufrechterhaltung dieses Systems beitragen. Seit 1984 werden die Zivildienstleistenden vorwiegend zu besonders belastenden Tätigkeiten herangezogen. Zivildienst als friedenspädagogische Arbeit oder friedenspolitische Aktion wird vom Bundesamt für Zivildienst ausdrücklich ausgeschlossen. Während mancher Wehrpflichtbefürworter einen sozialen Dienst für Männer und Frauen fordert, denken Kritiker des Systems über Alternativen zur Wehrpflicht und zu den damit verbundenen Zwangsdiensten nach. Innerhalb der Kirchen und Wohlfahrtsverbände gibt es Versuche, den Zwangscharakter des Zivildienstes abzuschwächen. Friedensdienste im Ausland, wie sie zum Beispiel Aktion Sühnezeichen anbietet, sollen den Ersatzdiensten eine positive Deutung geben. Andere Modelle wiederum gehen weiter. Darin wird die Gestaltung eines Friedensdienstes gefordert, der unabhängig von der Wehrpflicht ist und auf Freiwilligkeit beruht. Dienen ist sicher eine wichtige Tugend in einem Sozialstaat und vor allem auch für Christen ein wichtiger Aspekt des Miteinanders, dass man für andere da ist. Allerdings ganz wesentlich ist, dass Dienen immer freiwillig zu erfolgen hat. Sonst wird aus dem Dienen ein Zwangsdienst und der Zivildienst ist sicher wie auch der Wehrdienst ein Zwangsdienst, eine Pflicht, der man sich zu unterwerfen hat. Insofern würde ich schon aus diesem Aspekt und dem Aspekt auch der Bürgerrechte sagen, ist es eigentlich ein Widerspruch, wenn eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft, in der alles marktwirtschaftlich geregelt ist, nur im Sozialbereich ist auf Dienstpflichtige angewiesen ist. Natürlich sind die Zivildienstleistenden überwiegend positiv motiviert, also dass sie dann diese Arbeit verrichten und auch viele positive Erfahrungen dabei machen. Aber es gibt auch immer wieder Beispiele dafür, dass die Zivildienstleistenden unter dieser Struktur leiden. Und um der positiven Aspekte wegen ist es nicht notwendig, dass wir einen Zwangsdienst, eine Zivildienstpflicht haben. Diese Aspekte könnte man auch in anderen Strukturen verwirklichen. Wie müssten die aussehen? Also ich denke dabei, dass die bisher schon vorhandenen Freiwilligendienste, zum Beispiel das freiwillig-soziale Jahr oder wie wir im Bereich der evangelischen Kirche sagen, das diakonische Jahr, dass diese Dienstmöglichkeiten ausgebaut werden. Das Interessante ist, dass bei diesen Diensten der Aspekt des sozialen Lernens im Vordergrund steht. Dass es also primär darum geht, dass junge Menschen die Möglichkeit bekommen, sich in soziale Arbeit einzuüben,
die Notsituation vieler Menschen kennenlernen, die krank, alt, behindert, ausgestoßen sind. Und dass sie während dieser Zeit auch begleitet werden, durch pädagogische Mitarbeiter eingeführt werden. Das sind eigentlich ganz wichtige Aspekte. Und die Arbeit, die sie verrichten, wo sie dann nützlich werden, das ist sicher auch nicht unwichtig, aber das muss in einem verantwortlichen Verhältnis zu dem Lernen stehen. Und das wäre eine Möglichkeit, dass also dieser Dienst ausgebaut wird. Das heißt, er müsste attraktiver werden. Diese Freiwillige, die dieses soziale Jahr machen, müssten auf jeden Fall so abgesichert werden, dass sie nicht nur ein Taschengeld bekommen und somit im Grunde genommen von ihren Eltern abhängig sind. Den Zivildienst zu verweigern ist als solchen, das ist nicht erstmal mein Anliegen. Ne? Also ich verweigere nicht den, wenn man den Zivildienst als solches erstmal in seiner Funktion angucken würde, was das so oberflächlich scheint, würde ich erstmal sagen, das ist okay. Also man kann Zivildienst machen. Das ist eine Sache, die ohne weiteres vernünftig ist. Dann wäre natürlich die Frage, wie kriege ich die Leute erstmal in den Zivildienst rein? Das wäre also eine Zwangsverordnung. Da würde ich mir schon mal die Haare sträuben und sagen, Zwang zum Ausüben einer nützlichen Sachen ist erstmal ein Unsinn. Ne? Weil was soll das für Arbeit sein? Wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, macht es keinen Sinn zu sagen, mache deine Arbeit gut, ich zwinge dich dazu. Das wird keiner tun. Das ist auch pädagogisch völliger Schwachsinn. Kein Pädagoge würde sagen, hier, ich zwinge dich was Gutes zu tun. Tu das jetzt, sonst gibt's bald die Uhren. Das ist einfach absurd. Das ist erstmal ein Argument, dass der Zivildienst einer ist, der unter Zwang stattfindet. Das heißt also Wehrpflicht. Und dann natürlich die strenge Verknüpfung von Zivildienst und Militärdienst in der Wehrpflicht. Ist ja ein Komplex als solcher. Und solange der Zivildienst in der Wehrpflicht enthalten ist, ist es letztendlich auch Militärdienst. Also es fördert das die militärische Stabilität. Ne? Das heißt natürlich dann Thema Wehrgerechtigkeit fällt in dem Bereich, dass halt eine Menge Leute, eine große Anzahl von Leuten halt auch im Zivildienst abwandern und damit die Wehrgerechtigkeit nicht so deutlich wird. Ne? Das ist also, das unterstützt mal einerseits die Wehrpflicht. Andererseits ist natürlich auch der Zivildienst in Katastrophenfällen der militärischen Regie unterlegen. Das heißt also, man braucht natürlich, um Kriege zu führen, nicht nur die Leute an der Front, sondern die Leute im Hinterland. Ne? Und das ist das, was auch Kriege möglich macht. Das heißt, Leute, die dann hinten auch in der militärischen Manipulation liegen. Ne? Und wenn man das, muss man auch unterbinden. Und solange das der militärischen Regie unterliegt, der Zivildienst, ist natürlich das immer noch irgendwo dann auch militärische Verplanung und Strategie und Einsatzfähigkeit. Aber es gibt dann auch Beispiele, wie Zivildienstleistende auch zu den Manövern herangezogen werden können. Das ist ja dann absurd. Nach monatelangen Auseinandersetzungen verabschiedete der Deutsche Bundestag 1968 die sogenannten Notstandsgesetze. In ihnen wurde die Einschränkung von Grundrechten in einer vom Bundestag mit 2/3 Mehrheit festgestellten Notstandssituation gesetzlich verankert. Neben der Aufhebung der Versammlungs- und Meinungsfreiheit sowie der Freizügigkeit ermöglicht die Notstandsgesetzgebung auch den Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Also einmal bedeutet es natürlich eine Durchmilitarisierung der Bevölkerung. Denn wenn ich an eine Kriegsführung denke, mit einer Mobilmachung, dann kann ich in einem modernen Staat nicht nur die Soldaten mobilisieren, immer jetzt aus der Sicht der Regierung, und die irgendwo auf einen Kriegsschauplatz schicken und da verrichten die dann ihr militärisches Geschäft und im Übrigen läuft alles so weiter und die Bevölkerung sitzt vielleicht bestenfalls vorm Fernseher und guckt sich abends um 20 Uhr an, was die Jungs da draußen so machen. So läuft das nicht, sondern man muss alles, was an Ressourcen für die Soldaten zu mobilisieren ist, zwangsweise mobilisieren, weil man nicht auf die Freiwilligkeit der Bevölkerung setzen kann. Und diese Zwänge, die da nötig sind, sind in der Notstandsgesetzgebung verankert. Das ist A, das Arbeitssicherstellungsgesetz, mit dem ganz falschen Begriff, dass da Arbeit sichergestellt werden sollen, da sollen Arbeiter sichergestellt werden, Zwangsarbeiter, die auch in Rüstungsbetriebe umgesetzt werden können. Und die Einschränkungen ihrer Grundrechte beziehen sich genauso auf die Artikel wie bei den Soldaten. Das heißt, Einschränkung der Freizügigkeit, Einschränkung der Freiheit der Person, Einschränkung des Grundrechts auf Unverletzbarkeit.
und auch die Unverletzbarkeit der Wohnung ist nicht mehr gewährleistet. Dann ist das zweite Gesetz, das Verkehrssicherstellungsgesetz, so weitreichend, dass man davon ausgeht, Vorrang hat in jedem Fall das Militär. Für die Bevölkerung gilt der NATO-Befehl Nummer 1, stay put, das heißt, bleib wo du bist. Der Begriff kommt aus der britischen Hundedressur, wenn also ein Brite zu seinem Hund Platz sagen will, wie wir Platz sagen, sagt er stay put. Die NATO sagt stay put, bleib wo du bist, lauf also nicht aufgeregt herum oder versuch etwa noch das Ausland zu erreichen. Nein, du sollst da bleiben, wo du lebst, A, um die Verkehrswege nicht zu belasten und B, dort auch natürlich für die Kriegsrüstung zu arbeiten. Als eine besondere Situation wird in den Notstandsgesetzen die dem Verteidigungsfall vorausgehende Phase verstärkter politischer Konflikte definiert, der Spannungsfall. Die Besonderheit ist, dass der Bundeskanzler ohne Zustimmung des Bundestages den Spannungsfall feststellen kann, wenn er sich auf die Entscheidung eines übergeordneten internationalen Gremiums berufen kann, zum Beispiel durch einen NATO-Beschluss. So kann das Parlament in der Bundesrepublik jederzeit ausgeschaltet werden. Herr Dregger, der hat es damals in der Debatte 68 auf den Punkt gebracht, das habe ich mir genau gemerkt, als Leute gesagt haben, ja müssen wir das denn alles so genau festlegen, nicht wahr, wie viel Brot der Bürger kriegt und wie dies alles sein soll und wie das alles sein soll und Telefoneinschränkung, muss das denn alles so genau sein? Da hat er gesagt, die Vorausverrechtlichung des Mitmachenmüssens muss so perfekt geplant sein, dass in dem Augenblick, in dem die Bevölkerung dahinter kommt, dass die Zeichen auf Verteidigungskrieg stehen, von einem anderen Krieg hat er natürlich nicht gesprochen, dass die Zeichen auf Krieg stehen, dann muss es für ein politisches Gegenhandeln zu spät sein. Wer dann Gegenhandeln entwickelt, handelt gleichzeitig gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und darum ist es ins Grundgesetz gekommen. Im Golfkrieg haben viele Frauen sich zusammengetan und haben gesagt, wenn hier sowas wie ein Spannungs- oder Verteidigungsfall ausgerufen oder beschlossen wird, dann heißt es auch für uns was. Dann heißt es nämlich, dass wir eingezogen werden können und zu arbeiten verpflichtet werden können. Im zivilen Bereich und auch im Bereich, der militärisch unterstützt, also die Heimatfront aufrechterhalten. Dazu gibt es Gesetze, dass Frauen dazu verpflichtet werden können. Und wir sagen, wir werden das nicht tun. Wir kündigen schon jetzt an, wenn sowas auftritt, mit uns könnt ihr nicht rechnen. Es ist ja so, dass über die letzten zwei Jahre immer mal wieder das Gespräch darauf gebracht wird von Politikern und Politikerinnen, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt werden soll. Und das ist ein weiteres Thema von der Aktion hier, weil wir denken, sowas wäre fatal. Also es wäre ein weiterer Zugriff auf Frauen, die dienstbar zu machen für Interessen des Staates. Und wir denken, dass sowas nicht geht. Das ist im Moment auch nicht so ein brisantes Thema, weil es gibt keine Gesetzesvorlage dafür. Es gibt nur immer wieder einzelne Stimmen, die das mal wieder aufs Tapet bringen. Und wir denken, dass es auch wichtig ist, einzelne Stimmen dagegen in der Öffentlichkeit zu setzen. Und zudem sagen wir auch, so ein Pflichtjahr werden wir nicht mitmachen und wir werden auch weiter dagegen öffentlich auftreten. Denn dafür, wofür das geplant ist, das ist ein ganz schöner Schmuh. Gesagt wird, das dient der Gleichberechtigung, weil Männer einen Dienst an der Gesellschaft leisten durch ihren Militär- oder Zivildienst, sollten Frauen das auch tun. Wenn man sich das mal richtig überlegt, ist es wirklich hanebüchen, weil ich denke, gerade Frauen leisten eigentlich sehr viel für die Gesellschaft. Und dann noch eine Verpflichtung daraus zu machen, das hoffe ich, dass die meisten Frauen nicht akzeptieren werden. Aus sozialer Verantwortung heraus fordern wir die Abschaffung aller Kriegsdienstverpflichtungen und Notstandsgesetze. Ja. Ja. Lasst uns sie ohne
4 Tage nach Kriegsbeginn wurde der Arbeitsdienst für die weibliche Jugend obligatorisch. Reichsarbeitsdienst. Die Mädchen, die den absolvierten, hießen die Arbeitsmeiden. Das war wieder so ein Ausdruck, der diese Vorliebe für das Germanentum, ja, zeigte, dass die Nazis an den Tag legten. Also das war kein Mädchen, sondern eine Maid. Und sie wurde nun Arbeitsmaid. Das hieß, sie kam in ein Barackenlager auswärts von Berlin, ein ganzes Stück weg, auf dem Lande. 6 Monate musste da nun Arbeitsdienst geleistet werden. Das war einmal natürlich Arbeit, richtig konkrete Arbeit auf dem Feld, Einbringung der Ernte, Kartoffel mit Roden und so weiter, weil permanenter Arbeitskräftemangel war eben auf dem Land. Die Bäuerinnen schafften es nicht, auch die Kriegsgefangenen nicht, die ja dann nach und nach in den kommenden Jahren da stark eingesetzt wurden. Die Mädchen mussten helfen. Aber es waren auch 6 Stunden vielleicht nur. Das andere war ideologische Arbeit, also die an ihnen vollbracht wurde, Beeinflussung. Sie empfanden das oft sogar als ganz vergnüglich. Theater spielen, singen, natürlich immer Fahnenappelle, das war ziemlich militärisch ja auch alles, mit Frühsport, mit ganz genauem Zeitplan und so. Ja, da wurde ihnen dann so beigebracht, was eine deutsche Frau eben für den Krieg zu tun hat. Dann 1941 wurde für die Mädchen und jungen Frauen ein Kriegshilfsdienst angehängt, der sogenannte KHD. Das bedeutete weitere 6 Monate in Dienst bleiben, im Kriegsdienst bleiben. Und Hilfsdienste zu leisten, worin bestanden die nun? Also einmal zuerst Arbeit in der Rüstungsindustrie, in den Fabriken, die nun alle mehr oder weniger kriegswichtig waren und weil sie eben das Kriegsmaterial herstellten. Der Kriegshilfsdienst wurde dann ziemlich dramatisch ab 1943, 44, weil dann wirklich unmittelbarer Kriegsdienst, nämlich als Flakwaffenhilfe geleistet werden musste. Flakwaffenhelferin oder auch kurz dann Flakhelferin genannt, waren die Mädchen nun für 6 Monate, mussten für die Flak Munition herbeischleppen, für den Unteroffizier, der auf dem Flakgeschütz saß, auf der Fliegerabwehrkanone, und haben dort nun, also wenn man sich das vorstellt, so 17-, 18-jährige Mädchen, immer im Laufschritt, nicht, die Munition herangebracht, auch immer in der Gefahr, von Tieffliegern getroffen zu werden, genau wie die Männer, die da eben ihren Flakdienst verrichteten. Im Straßenkampf beweist sich nicht nur die Härte und der unübertroffene Angriffsgeist. Um zu verhindern, dass Feiglinge und Saboteure in Zuchthäusern konserviert werden, forderte Hitler kurz nach Kriegsbeginn für Fahnenflucht die Todesstrafe. Später galt die Todesstrafe dann auch für Wehrkraftzersetzung, Kriegsdienstverweigerung und Selbstverstümmelung. Die menschenverachtende Wehrmachtsjustiz verhängte noch bis nach Kriegsende ungefähr 50.000 Todesurteile. Davon wurden mindestens 16.000 vollstreckt. Die Motive der Deserteure sind ebenso unterschiedlich wie ihre Herkunft und Bildung. Einer von ihnen ist Reimer Gilsenbach. Heute lebt er als Schriftsteller zurückgezogen in der Nähe von Berlin. Mein Überlaufen ist ganz bewusst gewesen. Mein Stiefvater hat, wir hatten uns das verabredet, er ist an der Westfront übergelaufen und ich im Osten. Das stand schon fest, bevor ich überhaupt Soldat wurde. Ich hatte diese alte pazifistische Haltung, dass also Soldaten Mörder sind und noch dazu Soldaten, die für Hitler kämpfen, ein verbrecherisches Regime, das massenhaft Menschen tötete. Und so war das eine Haltung, die von vornherein feststand und nicht erst durch den Krieg bewirkt worden ist, wie das bei vielen anderen Deserteuren war. Wenn ich selbst sagen sollte, was denn die Deserteure bei, die hatten ja sehr unterschiedliche Motive, überzulaufen oder auch nur zu desertieren, also irgendwie zu verschwinden, nicht zum Feind überzulaufen, sondern
sich zu verstecken. Aber eins haben sie eigentlich alle gemeinsam, sie waren nicht angepasst und zumal nicht angepasst an das Hitler-Regime. Sie hatten ihren eigenen Kopf, ihr eigenes Denken, ihre eigene Moral. Die konnte christlich sein, die konnte eben auch aus der Richtung von Landauer, Mühsam und solchen Leuten kommen. Aber es war eine Moral, die nicht mit der herrschenden Moral sich vereinbaren ließ. Und es kommt hinzu, dass wer überläuft, muss eine ganz schwere Barriere überwinden, nämlich dieses Gruppenverhalten. Das steckt irgendwie in den Menschen drin. Sie sind offenbar aus Horden hervorgegangen und haben dieses Hordenverhalten. Das sieht man bei jedem Zuschauermenge eines Fußballspiels. Da für die feindliche Mannschaft zu brüllen, in einer Horde von Leuten, die für eine andere Mannschaft brüllen, ist schon fast lebensgefährlich. Und es erfordert eine ungeheure innere Überwindung. Es gab diesen Kameradschaftsgeist und all das. Und irgendwie war man ja auch miteinander verbunden. Ich will ja gar nicht sagen, dass die deutschen Soldaten, mit denen ich zusammen in Russland ausgebildet wurde, einen ganzen Winter lang unter schweren Bedingungen, wir haben auch viel Schlimmes miteinander erlebt und so weiter, das verbindet schon. Und sich davon zu lösen und sagen, nein, ich will nicht. Ich will nicht selbst zum Verbrecher werden, wenn ich weiß, dass das Regime Verbrecher ist. Das ist eine innere Überwindung, die man bringen muss. Und dazu gehört eigenes Denken und natürlich auch Mut. Also Überlaufen ist, das sind keine Feiglinge. Das ist ein solches Bild vom Überläufer, was immer wieder produziert wird, was einfach absurd ist. Die Überläufer brauchen viel mehr Mut als diejenigen, die nicht überlaufen. Sie brauchen viel mehr eigene Entschlusskraft. Im Kampf für Deutschlands Freiheit setzt der deutsche Soldat getreu seinem Eid für Führer und Vaterland sein Leben ein. Gründliche Ausbildung, Einsatzfreudigkeit und Entschlusskraft sowie die vorbildliche Führung des deutschen Soldaten durch seine Offiziere und Unterführer geben dem deutschen Soldaten Sicherheit und Überlegenheit und bieten die Gewähr, dass kein Mann unnötig geopfert wird. Der ganze Ausbildung ist ja immer darauf gerichtet, das war in ganz starkem Maße bei der Hitlerwehrmacht so, aber das ist wohl bei fast allen anderen Armeen, den Auszubildenden erstmal den eigenen Willen des Menschen zu brechen. Zu einem Befehlsempfänger zu machen, der bedingungslos jeden Befehl ausführt. Und deswegen werden eben Sprung, Aufmarsch, Marsch und üben bis zum Vergasen, haben Sie ja gesagt, und lauter so Sachen. Furchtbar. Ich habe das mit einem ungeheuren Widerwillen ertragen. Und es kam mir hinzu, ich war in einer Abiturientenklasse, also eigentlich waren meine Klassenkameraden alle prädestiniert, Offizier zu werden. Das war fast selbstverständlich, wenn man das Abitur hatte und nicht irgendwie krank war. Also. Ich musste also auch verhindern, dass ich irgendeinen Dienstgrad erhielt, geschweige denn, dass ich für eine Offiziersausbildung vorgeschlagen wurde. Und eine der schwersten Übungen war dabei, dass ich kein einziges Mal beim Schießen getroffen habe. Ich habe immer daneben geschossen. Und das ist auch, da entsteht so ein Ehrgeiz, man will unbedingt treffen. Nicht? Außerdem ist es manchmal so, dass die ganze Gruppe zusammen bewertet wird und wenn der eine immer daneben schießt, dann kriegt die ganze Gruppe möglicherweise keinen Ausgang. Und solche Strafen waren ja auch dabei. Ich habe partout daneben geschossen, mit großer Energie, muss ich heute sagen. Nicht? Die Massenkriege des 20. Jahrhunderts waren nicht nur durch den Einsatz moderner Waffensysteme gekennzeichnet, sondern auch durch die Instrumentalisierung von Wissenschaft und Technologie. Dabei wurden bei der Motivation und Ausbildung der Soldaten auch die Erkenntnisse der Psychologie und der Psychiatrie genutzt. Sigmund Freud beschrieb dann auch die Rolle der Militärpsychiater im Ersten Weltkrieg als Maschinengewehre hinter der Front. Durch entsprechende Behandlungsmethoden wurden kriegsmüde Soldaten zurück an die Front therapiert. Die Methoden der Militärpsychiater verschärften sich noch einmal während des Zweiten Weltkrieges. Tausende Soldaten wurden unter der Mitwirkung der Militärpsychiatrie in Nervenheilanstalten eingewiesen, wo viele von ihnen den brutalen Behandlungsmethoden zum Opfer fielen. Heute arbeitet die Militärpsychologie mit verfeinerten Methoden. Die Ziele sind dennoch die gleichen geblieben. Sicherheit.
Das ist etwas, was überhaupt im Bereich der Militärpsychiatrie immer wieder durchscheint. Eine Verachtung der Angst, der Individualität des psychisch dekompensierenden Soldaten. Und alles wird nur funktionalisiert im Dienste des militärischen Ziels. Das ist die neuere Entwicklung der Militärpsychologie, dass man schon früh herauszufinden versucht, kann der Soldat an dem Kampfplatz kämpfen oder nicht. Es gibt einen Kämpfertyp A, da gibt es Untersuchungen in Amerika, der kann töten, der kann Mann gegen Mann kämpfen, und einen Kämpfertyp B, das ist eher der technologische Kämpfer, der kann kein Blut sehen. Und deswegen muss man den Kämpfertyp A vorne einsetzen im Grabenkampf und den Kämpfertyp B nur hinter der Front, wo er dann einen Knopf drücken muss. Ich denke, die Psychiatrie ist immer in Gefahr, ihre diagnostischen Raster von den jeweils herrschenden gesellschaftlichen Strömungen herzuleiten. Und gerade die Militärpsychiatrie hat militärisch dysfunktionales Verhalten sehr schnell als pathologisch, psychopathisch erklärt. Man müsste die ganze Sache umdrehen und fragen, wer sich als Soldat so vereinnahmen lässt und ohne Angst getötet zu werden, ohne Angst zu töten, mitmarschiert, der muss krank sein. Und der Soldat, der Todesangst empfinden kann, der es nicht übers Herz bringt, zu töten, der desertiert, der sich selbst verstümmelt, um der Hölle der Front zu entkommen, in einem sinnlosen und brutalen Massenkrieg, in einem Angriffskrieg, der Soldat ist der Gesündere psychisch. Die anderen sind eher die Normopathen. Das sind die, die der herrschenden Norm entsprechen, aber schwer krank sind. Gib! Mein Schritt! Aus! Soldaten, sprechen Sie mir zum feierlichen Gelöbnis nach. Ich gelobe. Ich gelobe. Der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundesrepublik Deutschland. Treu zu dienen. Treu zu dienen. Und das Recht. Und das Recht. Und die Freiheit des deutschen Volkes. Und die Freiheit des deutschen Volkes. Tapfer zu verteidigen. Tapfer zu verteidigen. Bei Tucholsky ging es ja darum, dass er 1931
zurückverwiesen hat in seinem Artikel, der begrenzte Kriegsschauplatz war der Titel, auf den Ersten Weltkrieg. Und sein Ausgangspunkt war ja, dass in einem Krieg, in einem begrenzten Territorium, der Mord Pflicht ist, das Töten Pflicht ist, während hinter dieser Front das Töten, der Mord also verfolgt wird als Untat. Und er wiederholt dann, sagte ich Mord, und er sagt, ja, Soldaten sind Mörder. Dies ist gemeint im Krieg. Und er hat also 1932, das heißt 14 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, in Vorausahnung des bevorstehenden Zweiten Weltkriegs, den Charakter, den neuen Charakter dieser Kriege im 20. Jahrhundert gekennzeichnet, die sich von allen vorhergegangenen Kriegen der Weltgeschichte durch das industrielle Massentöten unterscheiden. Nur, dass wir also gehalten sind, nun ein halbes Jahrhundert und noch Jahrzehnte später, diese Analyse Tucholskys nicht sagen und nicht schreiben zu dürfen, dass dies also noch 60 Jahre später kriminalisiert wird, zeigt, welch einen ungeheuerlichen kulturellen Verfall wir ausgesetzt sind. In Fragen des Humanismus, des Antimilitarismus, ist Tucholsky 1932 keineswegs so einsam auf weiter Flur gewesen, sondern es war eine bekannte allgemeine Wahrheit. Viele haben so gedacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg, oder ich muss es anders sagen, dann wurde nicht mehr so gedacht, weil das Dritte Reich diesem deutschen Volk gewissermaßen diese humanen, antimilitaristischen Gedanken und Wahrheiten herausoperiert hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist dies wiederum eine allgemeine, bekannte Selbstverständlichkeit gewesen. Erst im Zuge der neuen Aufrüstung wurde plötzlich dieser Tucholsky, dieser Satz von Tucholsky und der antimilitaristische Tucholsky wiederum kriminalisiert. Und wir befinden uns noch immer in dieser Phase der Kriminalisierung der Logik und der Sprache. Am 13.04.1992, also 9 Monate nach seinem Einberufungstermin, findet vor dem Amtsgericht Berlin-Moabit der Prozess gegen Ernst Steinhauer statt. Es ist der erste Totalverweigererprozess im Westteil Berlins nach dem Krieg. Entsprechend groß ist das Interesse. Ob man nun ihn überhaupt bestrafen wird, zu einer Geldstrafe oder zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung, das kann man sicherlich im Moment nicht definitiv sagen. Unser Ziel ist natürlich zu erreichen, dass er freigesprochen wird. Selbst wenn er formal ein Strafgesetz verletzt hat, ist man doch angesichts des Hintergrundes hier, dass er gerade schon in der DDR lange Kriegsdienstverweigerer war, dass wenn er dieselbe Tat, die er jetzt angeklagt ist, in der DDR begangen hätte, er sicherlich von dieser Regierung ausgelöst worden wäre. Und wenn er diese Tat sozusagen 2 Jahre später begeht, dann plötzlich dafür angeklagt wird. Vielleicht gibt das dem Gericht zu denken, als auch die Umstände, die sicherlich im Laufe der Beweisaufnahme vorgetragen werden, über sein Engagement, über seine Tätigkeit im sozialen Diensten als Krankenpfleger und so weiter. Und eben auch deutlich zu machen, dass er nicht um jetzt der Straftat ansonsten willen, sondern weil er eine Gewissensentscheidung gegen jede Form von Kriegsdienst getroffen hat, hier seinen Kriegsdienst verweigert hat. Nach 4 Stunden Prozessdauer steht das Urteil fest. Das Gericht ist darüber hinausgegangen, indem es eine Freiheitsstrafe von 4 Monaten, die auf 2 Jahre zur Bewährung ausgesetzt hat, verhängt hat. Letztlich, um ihn zu zwingen, unter dem Druck der drohenden Freiheitsstrafe auf jeden Fall entweder den Wehrdienst anzutreten oder aber Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer zu stellen. Das heißt, dann eben einen Zivildienst genannten Kriegsdienst ohne Waffe zu leisten. Ich halte das, was den Totalverweigerern in der Bundesrepublik Deutschland geschieht, für einen ungeheuren Skandal. Ich halte es für kriminell. Und ich finde, dass wir eine Bewegung schaffen müssen, eine Organisationsform, die dafür sorgt, dass wer verweigert, auch wer total verweigert, dafür nicht bestraft wird. Es gibt ein Menschenrecht, nicht nur auf Verweigerung,
Es gibt ein Menschenrecht auf Desertion in Kriegs- und Friedenszeiten. Und die Totalverweigerung ist nichts anderes als eben diese Desertion, egal ob in Friedens- oder Kriegszeiten. Nach der Auflösung des Warschauer Pakts und dem Ende des Ost-West-Konflikts war auch die Bundeswehr in eine Legitimationskrise geraten. Die im Vorfeld der deutschen Vereinigung vereinbarte Reduzierung der Bundeswehr auf 370.000 Soldaten ließ eine Aufrechterhaltung der Wehrpflicht nicht mehr sinnvoll erscheinen. Die Abrüstung der Bundeswehr, die Entmilitarisierung Europas schienen möglich. Der Golfkrieg und der Krieg im ehemaligen Jugoslawien boten sehr schnell die Möglichkeit, neue Feindbilder und Kriegsszenarien zu entwickeln. Regierungspolitiker griffen dies dankbar auf, um die Öffentlichkeit auf die Notwendigkeit neuer Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten für die Bundeswehr einzustimmen. Die Diskussion über eine mögliche Abschaffung der Wehrpflicht und Verringerung der Bundeswehrstärke wurde durch die Diskussion über erweiterte Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr abgelöst. Unter dem Stichwort Weltinnenpolitik sind UNO-Einsätze jeder Art salonfähig geworden. Wenn auch die Diskussion über die konkreten Voraussetzungen von Bundeswehreinsätzen nicht beendet ist, so herrscht doch in den großen Parteien Konsens, dass die Bundeswehr in Zukunft weltweit agieren soll. Wenn ich sehe, der Soldat will nicht, ja, dann muss er auch in dieser Richtung die Tätigkeiten wiederholen. Kommt das auch vor? Ja, kommt auch vor. Denn ich sag mal so, ich schenke ihm nichts und ich kann ihm auch nicht schenken, weil das ist halt auch kein Spaß. Er wird hier ordentlich ausgebildet. Ja, und ich sag mal so, in Zukunft werden die Aufgaben der Bundeswehr sicherlich noch anderen Umfang haben. Und da kann ich nur wirklich einen gut ausgebildeten Soldaten hinschicken und keinen, der eben nicht will und nicht kann. Ja. Alarm! Ich halte es für ganz gefährlich, wenn auch innerhalb der Bundeswehr, ganz besonders zum Beispiel durch den derzeitigen Generalinspekteur, erklärt wird, dass deutsche Sicherheitsinteressen auch gerade in der Dritten Welt und durch die Unruhen der Dritten Welt tangiert sind, weil das natürlich starke Ablehnung, auch gerade junger Menschen, gegenüber Menschen, die aus anderen Erdteilen kommen und andere Hautfarbe haben, entstehen lässt, wenn man die als Risikofaktor betrachtet. Wenn man dies auf der einen Seite sagt, leistet man zumindest bewusst oder unbewusst Vorschub diesen auch kurzfristigen Vorstellungen, dass Menschen mit anderer Hautfarbe hier in unserem eigenen Land auch ein Risikofaktor sind und darf sich dann nicht wundern, wenn Rechtsextremismus sich überhaupt erst entwickeln kann. Und deshalb halte ich diese Diskussion, so wie sie auch innerhalb der Bundeswehr geführt wird, für sehr verhängnisvoll und wünschte mir, dass über die Ursachen der Flüchtlingsbewegung nachgedacht würde. Dann würden wir feststellen, dass das überhaupt gar keine militärische Frage ist und dass sie mit militärischen Fragen überhaupt nicht zu lösen ist, sondern dass es eine politische Frage ist, eine wirtschaftliche Frage ist, eine Frage der Gerechtigkeit, übrigens auch eine Frage des Abgebens. Wenn wir so weiterleben wie bisher, in so aus dem Brauch, die Industrieländer, nicht nur wir Deutschen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass das Nord-Süd-Gefälle zunimmt. Es nimmt seit Jahren zu. Und wenn wir weiter Rüstung in diese gleichen Länder liefern, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir von einem Krieg in den nächsten reinschlittern. Der Golfkrieg ist dann nur einer von vielen. Er ist ohnehin nur einer von vielen. Er wird dann nur einer von vielen bleiben. Und da die Gefahr besteht, dass sich auch wirtschaftlich schwächere Länder, aber doch in, sozusagen mit technischem Know-how ausstatten, dass sie doch durch chemische Waffen oder möglicherweise atomare Massenvernichtungsmittel sich zur Verfügung halten könnten, wird die Lösung dieser Konflikte immer problematischer. Die Friedensbewegung hat sicher auch noch genug geistige Aufgaben. Mir fällt zum Beispiel im Augenblick etwas auf, dass es gibt eine schreckliche Angst vor einem Feindbild. Und sobald man Rüstungskonzerne oder andere Menschheitsfeinde mal etwas klarer benennt,
bekommt man von manchen christlichen Kreisen gleich auf den Kopf, man hätte ja wohl ein Feindbild. Dazu kann ich also nur sagen, Jesus hat nicht gesagt, ihr habt keine Feinde, liebe Kinder dieser Erde. Die armen Verhungernden haben in der Tat Feinde, und zwar sehr gewalttätige Feinde. Jesus hat gesagt, wir sollen die Feinde lieben und sie bekehren, aber nicht, es gibt keine. Das ist dummes Zeug, das ist bürgerliches Gerede. Und die, während in Wirklichkeit hat der Friede auch heute massive Feinde in Forschung, Produktion, Rüstung, Planung. Diese militärisch-industrielle und auch zivile Komplex ist ja keineswegs am Ende. Berlin-Treptow, 1. Juli 1992. Wehrpflichtgegner haben sich vor einer Bundeswehrkaserne versammelt, um gegen die Einberufungen von Wehrpflichtigen zu demonstrieren. Für den Totalverweigerer Ernst Steinhauer ist ein Jahr mit Warten und Bangen zu Ende gegangen. Dennoch muss er bis zu seinem 32. Lebensjahr mit einer erneuten Einberufung rechnen. Die Auseinandersetzung mit dem Militär würde wieder von vorne beginnen. Ich will es nicht hoffen, dass ich jetzt aufhöre und sage, jetzt ist das alles für mich gelaufen oder so. Oder jetzt habe ich mich bestätigt. Sondern ich möchte das jetzt schon, dass es auch wichtig ist, andere Formen des Widerstandes zu üben. Also nicht die Totalverweigerung ist der einzige Form des Widerstandes gegen das Militär, sondern das ist eben ein sehr vielfältiges Engagement, was dahinter steht. Das heißt also auch hier so Öffentlichkeitsarbeit machen und mit Leuten was gegen das Militär zu unternehmen, konkret dann mal. Ich würde den Leuten natürlich schon raten, wenn sie Widerstand gegen das Militär leisten wollen und auch konsequent, dann eine Totalverweigerung zu machen. Das heißt, radikal zu verweigern, mit den Militärs und den dazugehörigen Behörden zusammenzuarbeiten.